Jo, hallo, guck mal Kanal, Retro Frev. Ja, heute wieder Flohmarkt-Pickups. Und ja, es war nicht so ausgiebig videospielmäßig, deswegen zeige ich noch so ein paar Sachen, die ich schon länger hier liegen habe oder was ich mir vor kurzem neu geholt habe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass im Laufe der Woche, nächste Woche noch ein Video hochlade mit den ganzen Filmen. Ich habe ja gesagt, die Filme werde ich im Extra-Video machen. Und da habe ich mittlerweile Material von zwei Flohmärkten, beziehungsweise fast drei Flohmärkte. Und ja, das ist schon einiges. Wenn ich da mal so rüber gucke. Und oben habe ich auch noch einen Teil stehen. Ja, das wird wohl auch ein längeres Video. Aber heute, wie gesagt, nochmal Videogames. Und ja, fangen wir an. Ich war nur auf einem Flohmarkt heute unterwegs. Ich war auch alleine unterwegs. Mein Zockerkumpel Sascha, grüße ihn raus. Der konnte heute nicht. Und Domi war in der anderen Ecke unterwegs. Grüße ihn raus an Domi. Domi ist mehr Menschen. Und ja, fangen wir mal an. Direkt ziemlich am Anfang habe ich die Spiele hier gefunden. Ein Wii-Spiel, und zwar hier Wintersports 2009. Für die Wii von RTL Games. Ist auch komplett. Auch schöner Zustand, würde ich sagen. Und dann gab es noch die 5 PSP-Spiele hier. Und zwar haben einmal hier der Herr der Ringe Taktiken. Das kenne ich noch überhaupt gar nicht. Das ist auch soweit komplett. Und auch schöner Zustand. Also kann man eigentlich bei allen sagen, schöner Zustand. Und vor allen Dingen sind das hier alles keine Essential oder Platinum, sondern alles Black Label Varianten. Dann hier World Tour Soccer. Gut, ist nichts Berühmtes, aber ich habe es noch nicht gehabt. Ich meine, das ist ein Sony Exklusiv, ne? Das sind die von London Studios, PlayStation Studios. Ja, ich glaube, von Sony selber. Und ja, wie gesagt, Zustand sehr schön. Was ist das für eine Anleitung? Mal reinschauen. Ach, das ist hier. Okay. Ja. Das ist Werbung. Alles gut. Dann gab es nochmal Sega Rally. Oh, wie gesagt, komplett. Guter Zustand. Pirates of the Caribbean. Am Rande der Welt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste ich mal nachschauen, ob ich das noch habe oder schon habe. Aber der Zustand ist auf jeden Fall gut. Ich glaube, ich habe es auch nur, wenn in der Platinum oder Essential. Und da gab es noch den Football Manager Handheld von Sega. Ja, der ist eigentlich auch eine feine Sache. Auch ein schöner Zustand. Gut, den habe ich schon. Geht in die Tauschkiste. Ich glaube, der Steffen von Retro Street, der sucht das, glaube ich, noch. Grüße ihn raus an Retro Street, an Kevin und Steffen. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, das war quasi die erste Runde. Dann gab es nochmal ein Wii-Spiel und ein Xbox 360-Spiel. Und zwar Xbox 360 hier, dieses Peking oder Beijing 2008. Ja, Leichtathletik-Sportspiel. Ist komplett. Und dazu gab es jetzt nicht lachen, Horse Life. Freunde für immer, für die Wii. Auch schöner Zustand, komplett. Und ja, ist gar nicht mehr so günstig, der Titel. Und diese beiden habe ich da mitgenommen für 5 Euro. Ursprünglich wollte die Dame 3 pro Stück und wir konnten uns auf einigen 2 für 5. Fand ich okay. Ja, das war das. Dann gab es noch ein Spiel, meine ich. Ja, genau. Und zwar Xbox Classic. Auch ein Only Xbox Spiel. Das habe ich auch noch gar nicht auf dem Schirm. Thief, Deadly Shadows. Auch komplett. Und ja, bin ich auch froh, diese Sammlung zu haben. Gerade diese Xbox-exklusiven Titel. Ja, habe ich schon ganz gerne in der Sammlung. Das wollte ursprünglich, glaube ich, 8 Euro und ich habe es dann für 5 bekommen. Ist jetzt kein Schnapper gewesen, aber so häufig findet man sie leider nicht mehr. Gerade diese Xbox-exklusiven. Und von daher habe ich das dann auch gerne mitgenommen. Ja, um das Ganze ein bisschen noch zu füllen. Absoluter Neuzugang, den ich mir geholt habe für die PS5, ist House of Ashes. Ganz normal im Mediamarkt geholt für 29,95 oder 99. Absolute Empfehlung. Ich habe es mit meinem Zockerkumpel Sascha, haben wir es Freitagabend direkt gezockt und haben, glaube ich, von 8 Uhr mal angefangen und mit Bonusmaterial durchgucken und so waren wir gegen 3 Uhr durch. Absolute Empfehlung. Super geiles ja, Koop-Spiel, kann man sagen. Und von der Story her
fand es mit das Beste bis jetzt von den drei Teilen, die bis jetzt rausgekommen sind. Und ja, ich bin schon gespannt auf den nächsten, der kommt. Also das, der kurze Trailer, der sah schon wieder vielversprechend aus. Und ja, wie gesagt, House of Ashes ja, gibt es natürlich auch für die PS4. Ich meine auch für die Xbox. Und absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung. Ja, dann habe ich mir bei Otto bestellt Where the Heart Leads für die PS4. Ich meine, das wäre damals eigentlich ein reiner, ja, wie sagt man, Online-Titel gewesen, den man halt runterladen kann. Und es ist hier eine besondere Einzelhandelsversion. Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe es mal mitgenommen für 12,50 Euro. Ich finde die Art von Spielen relativ interessant und von daher habe ich mal gedacht, nimm es mal mit. 12,50 Euro bei Otto. Normal 29,90 oder sowas. Dann hat der Sascha mir besorgt aus seiner Videothek. Die hat noch eine Videothek. Wahnsinn, ne? Und da habe ich schon so manches gute Spiel bekommen. Und ich hatte mir mitgebracht für die PS3 Deadliest Warrior Ancient Combat für die PS3. Ist auch komplett. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr hier schon seht, ist die US-Variante. Und ich meine, es wäre ein US-exklusives Spiel, weil ich habe es nur bei der Recherche nur, wie gesagt, amerikanische Versionen gefunden. Also das könnte ein US-exklusives Spiel sein. Ich habe es noch nicht angezockt, ich kann nicht viel zu sagen. Ich bin echt mal gespannt. Und ja, lass uns überraschen. Ja, dann war ich irgendwann mal im Saturn bei uns hier gewesen. Da hatten sie für die PS4 Star Wars Cartoon für 10 Euro. Ist ja ein VR-kompatibler Titel, also sprich, ich kann auch mit der Brille spielen. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich bin mal gespannt. Und dann gab es dann noch in der Kiste für 3 Euro Paper Doll. Und das ist, wie gesagt, ein PlayStation VR-Spiel. Da braucht man die Brille für, da muss man sie haben für. Leider ist hier die CD wieder lose, werde ich auf jeden Fall mal aufmachen müssen. So, das war das. Dann hatte ich einen kleinen Tauschdeal mit Stefan aus der WhatsApp-Gruppe. Grüße gehen raus, Stefan. Von ihm habe ich bekommen einmal Left 4 Dead 2 für die Xbox 30. Xbox 360, so. Ist komplett. Wie gesagt, ich hatte noch eine Version, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das kommt auch im übernächsten Video erst. Da habe ich noch eine Version, da ist die Anleitung nicht drin. Und hier habe ich, wie gesagt, die Möglichkeit gehabt, das mit Anleitung zu bekommen. Das ist auch ein abwärtskompatibler Titel, also sprich, den könnt ihr auf der Xbox Series X euch drauf machen und spielen. Echt feine Sache. Und dann gibt es ja noch, gab es von ihm noch Soldier of Fortune 2 für die Xbox Classic, Double Helix. Und ich glaube, hier wollte 4 Euro, hier wollte 10 Euro, also 14 Euro für die zwei Spiele. Gut, da kam noch Versand mit bei, aber auch absolut human. Und vielen lieben Dank, Stefan. Ich bin froh, jetzt die Spiele meiner Standung zu haben. Ja. Ja, dann hat der Sascha mir noch was besorgt. Mein toller Kumpel. Grüße sind eben schon rausgegangen. Grüße gehen nochmal raus. Und zwar hat er mir mitgebracht The Nightmares Complete Edition für die Nintendo Switch. Und das gab's, da ist das Spiel jetzt oben noch in der Switch drin. Das gab es für 12,99 meine ich. Und dann hat er mir noch mitgebracht für 4,99 für die PS4. Mittelerde, Schatten des Krieges. Und hat auch nicht gehabt, für 5 Euro sealed, neu, nimmt was immer gerne mit. Vielen lieben Dank. Ja, dann hatte ich noch ein paar andere Sachen. Und zwar vom lieben Domi. Sind eben auch die Grüße rausgegangen. Grüße gehen nochmal raus an Domi. Domi Plemenschen. Schaut den Kanal auch mal an. Von ihm habe ich bekommen The Outer Worlds für die Xbox One. So Open World Multiplayer Spiel meine ich. Ja. Werde ich mir mal anschauen. Soll sehr gut sein. Dann hat er mir Rayman Origins für die Wii gegeben. Ich glaube, die war gute Anleitung. Ne? Genau. Und die CD muss mal geschliffen werden. Aber kein Thema. Ich habe ja die Maschine. Dann hat er mir besorgt aus seiner Videothek Game of Thrones, a Telltale Game, Xbox 360. Ja, das ist hier die Season Disc. Also sprich, die erste ist hier drauf und die ganzen anderen Folgen habe ich mir dann runtergeladen. Ist alles auf der Festplatte drauf mittlerweile, auf meiner 360. Und ja, wie gesagt, und glaube auf dem 5er oder so. Also von daher kommt man nichts sagen. Und ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon mal gezeigt habe. Da gab es von ihm Avatar. Der Pfad des Feuers, auch wieder für die Wii und auch
Complete. Vielen lieben Dank, Domi. Ja, dann, was hatten wir dann? Ich weiß nicht, was ich mal gezeigt hatte. Das hatte ich mir mal für 10 Euro geholt. Borderlands. Für die Nintendo Switch. Ich meine, ich hätte es schon mal vorgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen nur mal ganz kurz reingehalten. Und dann gab es für den GameCube Ultimate Spider-Man. Auch komplett. Ich meine, immer mit 8, 9 Euro bei eBay. Das war eBay Kleinanzeigen. Star Wars Knight of the Old Republic Teil 2. Auch abwärtskompatibel auf der Series X, genauso wie der erste Teil. Auch absolut zu empfehlen. Und ich weiß, glaube ich, 7 Euro inklusive Versand. Kann man, glaube ich, auch nichts sagen. Dann habe ich Spider-Man Web of Shadows für die 360. Die Disc ist jetzt noch oben in der 360 drin. Ich glaube, das habe ich mit Preisvorschlag gemacht und habe es dann insgesamt mit Versand für 16 Euro, 17 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ist auch nicht mehr so ein günstiger Titel, gerade für die PS3 ganz teuer oder teurer geworden. Dann habe ich hier Akiba Strip Undead und Undressed. Ja, so ein Anime-JRPG-Spiel. Ja, und wie gesagt, das habe ich, glaube ich, auch. War auf, was ist eBay oder was Amazon, ich weiß nicht mehr genau. Also war inklusive Versand, glaube ich, für unter 10 Euro oder knapp 10 Euro. Kommt man auch mitnehmen, auf jeden Fall. Dann gab es nochmal neu Doom Eternal für die PS4. Als alter Doom-Fan wurde ja mal langsam Zeit. Geht dann auch in meine Doom-Vitrine. So, dann hatte ich hier nochmal vom Sascha ein paar Sachen. Und das alles Sascha, was hier liegt, ne? Moment, ich habe mal sortieren hier. Nee, das war von heute. Ja, dann habe ich vom Sascha noch bekommen. Der hatte bei dieser 3 für 2 bei GameStop mir Silent Hill Downpour. Ist auch komplett und ist auch wieder ein abwärtskompatibler Titel auf der Xbox Series X, also absolut zu empfehlen. Genauso wie dieser hier, Silent Hill Homecoming. Und auch komplett und auch abwärtskompatibel. Und wie gesagt, das war auch die Aktion vom GameStop dabei. Hat der Sascha mir dann quasi vermacht. Das haben wir uns gegenseitig eingetauscht. Er hat von mir was bekommen. Und ich habe von ihm was bekommen. Und super. Genauso wie hier mit Assassin's Creed. Das ist jetzt hier die Heritage Collection. Sorry. Die habe ich das noch nicht gehabt. Bin ich auch froh, die jetzt zusammen zu haben. Genauso wie Damnation für die PS3. Ist hier, glaube ich, die PEGI und ist auch komplett. Ja, habe ich jetzt auch in der Sammlung. Sehr schön. Freut mich. Dann gab es noch ein paar PS2 Spiele von Sascha. Und zwar einmal hier Topspin. Ich würde sagen, Tennisspiel für die PS2. Auch komplett. Genauso wie Inter 1908 oder FC Internationale Club Football mit Inter Mailand. Und einmal den Bundesliga Manager 2005. Auch komplett. Und wie gesagt. Ja, und dann gab es nochmal 3 GameCube-Spiele, die er doppelt hatte und die mir vermacht hat. Das ist einmal Findet Nemo. Ist auch komplett. Rückseite. Tony Hawk's Underground. Auch GameCube. Komplett. Wie gesagt, klar, die Hülle bzw. die Cover sind nicht beim besten Zustand. Genauso wie hier Dragon Ball Z, Budokai. Und zwar ja, ist jetzt hier in der Player's Choice, ne? Wie nennt sich das bei denen? Ja, Player's Choice. Scheint auch die französische Version zu sein. Aber ich habe es noch nicht und bin froh, bis es auch eine Sammlung zu haben. Ja, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich habe hier noch Sachen stehen, die müssen wir jetzt noch vorstellen. Ich habe mir noch 2 Tauschdinger bzw. ein Gewinnspiel noch gewonnen gehabt. Grüße gehen raus an den Phil von Games World. Schaut da auch mal rein in den Kanal, werde ich auch verlinken. Aber das werde ich demnächst nochmal gesondert vorstellen. Habe ich auch schon länger hier nach Paket, ich bin noch nicht zugekommen. Ich habe mittlerweile mir oben noch einen Raum gemacht, was ich auch mal schon mal sagte. Also die PS5 und Xbox Series X und One bzw. PS4. Das wird nach oben ziehen. Ich habe oben mir einen Raum gemacht mit Beamer. Und ja, da kommt dann, wie gesagt, das kleine, ja, kleines Heimkino und da kommen die Current Gen, also sprich die Next Gen, ne, ist ja eigentlich die Next Gen, ne, so gesehen. Eigentlich ist die Current Gen, aber
weil es ja kaum zu bekommen ist, ist es ja eigentlich immer noch die Next Gen für mich. Auf jeden Fall, die zieht nach oben und ja, und deswegen Heimkino und deswegen auch mehr Filme jetzt wieder, die ich mir anschaffe, und das will ich aber alles im anderen Video zeigen. Und ja, soll es soweit auch gewesen sein. Ja, wie gesagt, Grüße gehen nochmal raus an meinen Zockerkumpel Sascha, an Domi von Domi für den Menschen, an den Kevin und Steffen von Retro Street. Ja, soll es soweit gewesen sein. Macht's gut, bis dann. Euer Retro Frev. Ciao, ciao.